1894 und sind daraus 60.000 Flaschen entstanden. Das Ganze zeigt eine Begebenheit aus der griechischen Mythologie, die Hochzeit von Ariadne und Naxos und so. Leider hatten wir ihre Wildschweine und die Kies waren. Dieses Grundstück wurde hier frei, das ist eine ehemalige Kiesgrube und Ausschattungsarbeiten waren dann nicht mehr groß nötig und in den Jahren 1907 bis 1990 ist dieses herrliche Gebäude entstanden. Der Architekt hieß Paul Donatz, vielleicht manchmal. Besteht nach dem Gärprozess, nach diesen 4 Wochen, wie bekomme ich die Hefe raus aus der Flasche? Der Kellermeister weiß immer, in welche Richtung er zu drehen und zu schütteln hat und die Herstellung. Gorsch ist der Hals, also enthalzen, würde ich sagen. Den Kronkorken mit dieser Zeit ein bisschen Handschuh öffnen, also ein bisschen mittelalterlich, gebe ich zu, wir haben euch ja den Handschuh angefunden, wir haben ihn auf Seiderfach. Und den Kronkorken bereit. Sollten Sie eine Flaschengärung heute nochmal versuchen wollen, würde sich der Adam dafür anbieten. Das ist sozusagen unser Premium-Produkt. Sie laufen auch gleich nochmal an einer Produktvitrine bei uns vorbei. Das ist ein Flaschenvergorener, der hat 12 Gramm, also ist im Brütbereich, also im trockenen Bereich. Das ist so eine Art, ich will es mal. Ja, das ist ja auch so. 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 Ja, das ist ja auch so.